Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Und einen schönen Start in die neue Woche wünschen wir euch. Ja. Wenn euch das Projekt und meine anderen Videos gefallen, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und das ist alles. Genau, würde mich einfach freuen, wenn ihr bei den anderen Videos vielleicht auch reinschaut. Auf jeden Fall. Was ist denn hier? Ist da noch Weizen? Ach, das ist der Kuhtrigger drüber. Ich sehe es gar nicht. Ich glaube, da ist noch eine andere Fruchtsorte angeerntet. Ja, das Weizen. Ja, haben wir hier Pflanzensterben aus? Nee, ist an. Ist an. Aber das hier ist Weizen, eindeutig. Oder ist es verdorrt? Aber man sieht es halt auf dem Minimap nicht. Bin ich mal gleich gespannt. Jo. So. Ich werde mich hier mal ins Dreschen machen. Die Gefahren wird dann hin und wieder kommen, um mich abzutanken. Auf jeden Fall, ich muss nur kurz was klären. Was klären? Ja, klären. Discord-Sachen. DCC, PPP, Alala, Kamala. So. Passt sogar hier rein auf die Kuhweide, perfekt. Super. Dann hoffe ich mal, dass der jetzt hier kein Getreide, kein Gerste oder was auch immer das ist. Weizen nimmt. Fang noch nicht da an. Doch, der hat es genommen, das war Weizen. Ja, aber warum ist der nicht? Warum ist der nicht? Ich hab da aus Versehen kurz vergessen. Ach so. Weil das keine Direktsaat ist, wird das nicht irgendwie. Jetzt hat es aber überschrieben, den Weizen. Ja, weil es so wenig war, wahrscheinlich. Toll. Gut. Du wirst abtanken und gelegentlich abtanken und hinten bei den Schafen noch ein paar Bäume fällen und entlasten. Ja. Dass wir einfach demnächst noch ein bisschen Kapital aufbauen können. Mhm. Das ist richtig. Weil oh, Geld, schon eine volle Wollpalette. Ja, eine war es letzt vor zwei Folgen schon. Ach so, ich dachte, du meinst auch so. Ja, okay. Alles cool. Oh. Aber weißt du, was ich davor machen muss? Was? Auf dem Feld, was wir neu angelegt haben, striegeln. Ja, dann mach das mal. Das ist, glaube ich, wichtig. Wir müssen eigentlich die Musik ausziehen. Musst du vielleicht anmachen. Mit 5. Ja, an. Dann ziehe ich wieder mal. Ah, ganz leise. Hör ich was. Dann ziehe ich mal wieder Pflegebreifung auf. Jo. Och, da steht der Anhänger drin. Ja, den müssen wir noch konfigurieren. Einfach noch eine Bordwand oben drauf. Ja, nee, das mache ich später. Erstmal ist es. Erstmal mache ich das mit der Pflegebreite. Ich habe mir jetzt erstmal an die Seite gestellt. Gut, weil ich weiß nicht, wie lange das schon da steht, das Unkraut. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen auf Hektik. Oh, falsch. Gut, und als nächstes müssen wir uns unbedingt noch ein Feld aneignen. Unbedingt. 160, oh Gott. Das ist alles so teuer. Customize. Die 8. Oh. Die 8 kostet 80.000. Wo ist die 8? Oder? Wo ist die 8? Ach da. Ganz links. Oder wir kaufen uns die Parzelle neben der Molkerei. In der Molkerei? Wo ist die? Wie heißt es auf Englisch? Ganz rechts. Über dem. Dieses mit der Milchflasche? Jo. Über. Ja. Also wir könnten uns auch die Parzelle da drüber kaufen. Da links davon. Du meinst, da sind genau. Die Gewächshäuser. Jawohl. Weil wir haben Mist. Wasser. Ja, wir haben Wasser. Ja. Und das kostet 55.000, ja. Okay. Und es generiert für uns halt zusätzlich Geld. Das ist richtig. Also das wäre vielleicht eher eine Überlegung, dass wir erstmal auf ein Feld verzichten und uns die Parzelle holen. Ja, das wäre wichtiger. Also Mist generieren wir ja. Zwar auch nicht so viel, aber... Aber es ist, die brauchen auch nicht viel. Ja, dann.
Muss man gucken, dass wir immer in jedes Gewächshaus ein bisschen was reinmachen, dass alle nach Möglichkeit produzieren. Ja. Das wäre, denke ich, eine gute Idee. Ist halt die Frage, wie viel Raps wir hier rauskriegen. Ob das dann reicht, um die Parzelle zu kaufen. Rapspreis 1200 steigen, das ist schon mal toll. Das ist toll, sehr toll. Ja, ich müsste theoretisch gleich abgetankt werden, wenn ich unten bin. Ja, warte, nee, lass, ich fahr zum Anhänger, das reicht. Ja. Das passt. Fahr einfach immer hoch und runter, dann fährst du immer zum Anhänger. Dann kann ich in Ruhe spiegeln und dann die Wolle fahren. Mach mal so, mach mal so. Fauler Sack. Fauler Hund. Hat keinen Bock zu arbeiten hier. Du bist eine faule Pommes. Darauf ein Schluck Cola. Ah ja. Ah, die Striegel, der Striegel ist echt eine gute Investition. Wir müssen halt immer aufpassen, dass wir die erste Düngestufe, die erste Unkrautstufe erwischen. Was sonst? Das ist sehr gut. Tja. Muss mal ein so bisschen gut timen. Da passt's. Ja. Aber das kriegen wir schon hin. Und außerdem, wir haben hier Kartoffeln angebaut, dass man die Hilfe gekriegt hat. Und dann können wir auch andere Sorten anbauen. Was für ein Ding anbauen? Andere Sorten, zum Beispiel Weizen, Gerste etc. pp. Ah, auf dem Feld meinst du? Ja. Klar, lohnt sich halt jetzt nicht so arg, würde ich jetzt erstmal sagen. Ist ja, halt ist nicht immerhin besser als nichts, ne? Genau, ist halt noch nicht so groß. Ich meine, wir wollen das ja eigentlich noch hier hinterziehen, wo der Wald ist. Da lohnt sich's dann mehr. Wenn wir das noch ein bisschen vergrößern. Ja. Vielleicht machen wir die Insel dann auch raus. Irgendwie. Nein, ich finde die schön. Hallo, wir wollen Geld verdienen. Soll nicht schön aussehen. Ja, doch auch. Kosten nutzen. Außerdem müssen wir das dann da angleichen. Das bisschen. Das kostet tausende Euros. Mindestens 2 Millionen. Mindestens 10. Jetzt übertreibt man nicht. Hä, das ist nicht übertrieben. Normalerweise kostet das schon 50 Millionen. Aber anscheinend ist es ja egal, wie viel es kostet. Ah ja. Ich hab außerdem auf 4 bekommen. So, ich dresche mal gerade im Drescher. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Das ist so. Das stelle ich mir im Real Life auch so. Du musst immer einen Überhang fahren. Überhang, ja. Also du hast GPS. Aber das haben ja eigentlich die neuen Drescher. Apropos, GPS müssen wir noch einen Server machen. Warum? Weil. Ist so? Ist nicht so. Denkst du, ich will die ganze Zeit mit Tempomat übers Feld ackern? Auf welchen Server meinst du denn? Erstens mal eventuell auf einen Office-Server und auf einen RP. Ja, wenn du nicht mit wenn du nicht mit Tempomat arbeiten willst, wie willst du dann arbeiten? Nein, arbeitet ich meine, GPS das erlaubt automatisch oder was? Nein, ich meine. Dann könnte man mal auch zwischendurch weggehen. Weil der stoppt automatisch am Ende des Feldes. Finde ich nicht gut. Dann stell einen Helfer ein. Nee, ist zu teuer. Och. Och, zu teuer. Mir hat er nicht mal was fürs Stroh bezahlt, das ich abgefahren habe. So ein Schwabe, ey. Hey, ich bin Norddeutscher. Nee, jetzt nicht mehr.
Mit der Aussage bist du abgestiegen. Willst du mich kündigen? Nee, du musst das Feld bearbeiten. Ich bin schon fertig mit Striegeln übrigens. Das ist gut. Ich weiß, dass es gut ist. Müssen wir hier am Feld was bearbeiten? Oh, das Feld muss gepflügt werden. Hol's mal einen Pflug. Oh nee! Hä, warum muss das denn? Wir haben es doch erst. Das muss nicht gepflügt werden. Hätte ja klappen können. Du Kackschwabe! Ich bin Koi Schwab. Ja, bist Sachse oder was? Hanoi. Hol mal einen Drecker für den Anhänger. Ja, du kannst auch. Ja, warte mal, du solltest doch vorhin. Ach, du sollst die Bäume abfällen, so rum. Ja. Da laufe ich ja gerade hin. Ich brauche trotzdem irgendwann einen zum Abfahren. Das ja, ja da, ist ein, da steht ein Anhänger. Dann stell den Anhänger mal da drüben zwischen an das andere Ding. Ich verdiene hier das Geld und der, der gibt's aus. Ja, genau, so ist es auch. Ich habe in letzter Zeit zwar nichts gekauft, aber egal. Finde ich nicht okay von dir. Ich auch nicht von mir. Ja, finde ich auch. Neu, also ich muss sagen, der Tigerfarm, der macht schon einen guten Job. Ja, ist besser als und. Was? Ja, ist besser als und. Was? Ja, ist besser als und. Neu. That's a beautiful noise. Der schwätzt den Scheiß daher, das gibt's gar nicht. Oh, das gibt's gar nicht. Du musst das Schwabe. Ich glaube, die Folge heißt Tigerfarm der Schwabe. Ey! Nenn ich glaube ich wirklich so. Ey, was du beleidigend tust? Das war aber irgendwie ein anderes Deutsch. Das war. Ey, was du beleidigend tust? Das sage ich jetzt nicht, was das für Deutsch war. Assi-Deutsch. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich weiß. Aber ist halt so. Ey, Dings. Bist du eins Varuna? Was bin ich? Bist du eins Varuna? Nee, ich bin fünf. Du verstehst das falsch. Nee, ob ich einer bin. Ja, bist du ein Varuna? Ja, deshalb sage ich ja, nee, ich bin fünf. Guck bitte, dass die Bäume richtig fallen, ey. Wenn die nachher Chips und alle übereinander liegen, dann kriege ich die nicht auch weg. Zu spät. Wie immer. Also einer liegt hier auf der Hütte. Ich, warte, aber ich kann den retten. Ja, so. Wenn ich da mit dem Trecker dran komme, dann passt ja, klar, na, kannst du ziehen. Geht. So. Mit dem Trecker kommst du überall ran. Also auch nicht. Gleich 50% schon mal getroffen. Jo, wir sechseln heute ein bisschen. Wir sind so Sechser. Nee, bitte nicht. Doch, ich bin noch Sachse. Mhm, ganz klar. Ja, ganz klar. Okay, so. So, was ist denn der Rapspreis? Der war eigentlich am Steigen, gell? 1219. Schon 19 gestiegen. Das ist gut, das ist gut. Ich brauche vor allem brauche ich noch einen anderen Anhänger hier. Weil der Anhänger hier ist gleich voll, bitte. Ja, ich. Dann darf ich halt nicht mehr sehen. Aber wo steht denn der jetzt? Den Strautmann bitte mit 3 Aufbauten. So wie ich es vorhin schon gesagt hatte. Ja, ich bin doch dabei. Aber neu, er hat ja gemeint, er muss da erstmal was anderes machen. Amoi! Das ist falsch! So falsch, was du sagst. So. Das
wäre gut, wenn ich die Reihe noch zu Ende kriege, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. 97. 98. Das sieht so dumm aus. 99. Schade. Was sieht dumm aus? Nö, nicht das. Was soll das sehen? Customize. Wir haben ein kleines Problem. Das kostet 2000. Was? Auf 3, also auf 12.000 Kapazität. Neu. Ja. Neu, ja. Das kann ja wohl nicht sein. Doch, das ist Obse. So. Ah, neu. So in Kappes. So in Kappes. Ich würde halt jetzt noch ungern jetzt schon verkaufen. Nee. Sollten noch ein bisschen warten, jetzt ist er schon wieder 6 Euro nach oben gegangen, der Preis. Oder 3 Euro. Das sieht doch nicht behindert aus. Guck dir das an. Über das Aussehen möchte ich jetzt eigentlich gar nichts sagen. Sondern eher über die Tätigkeit, aber da verkneife ich es mir auch. Ist auch besser so. Ja. Besser ist es wirklich. Du hast echt heute schon viel gedrückt. Ah, ey, Vorlage. Vorlage verpflichtet. Ah ja. Wer eine Vorlage gibt, die muss genutzt werden. Also ah ja. Ist halt leider so, dass je nachdem kann man fast alles als Vorlage benutzen. Auch dich. Nee, ich glaube, das wäre nicht so angenehm. Ey, das sieht ja noch behinderter aus. Ich glaube, das wird so nicht so wie hier rumfahren. Ich sehe es. Ich lager das. Nur Blödsinn im Kopf, die heutige Jugend. Das gibt's nicht. Brauchst du eigentlich nicht einlagern, wenn man es dann wieder verkauft. Du willst ja, aber wenn du warten willst, dann sind die Hänger irgendwann voll. Auf jeden Fall, bis ich es abgeerntet habe. Da gehen beide Hänger rein, denke ich. Nee. Egal, drück dich ruhig vor der Arbeit. Ist schon gut, gibt's halt kein Geld. Habe ich schon mal Gehalt bekommen? Nö, hast ja auch keinen eigenen Hof. Aber hier gibt's die Möglichkeit für einen Hof, glaube ich noch, gell? Ja, oben. Nee. Nee, das ist. Ja, du könntest ja schon noch einen eigenen Hof machen. Soll ich? Wenn du willst. Aber ja, sobald ich Aufgaben habe, musst du anspringen, antanzen. Ja, dann mache ich den Kopf des Gewächses. Mach mal aber dann. Nein. Du bist, wenn dann, ein LU-Hof. Okay. So. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Tschüss.